Einsatz für die Nürnberger Rettungssanitäter. Viele Infos hat die Leitstelle bisher nicht geliefert. Bewusstlose Person in der Wohnung, mehr nicht. Aline Bachmann und Julian Lohse rechnen mit dem Schlimmsten. Erste Bemerkung steht noch da, das ist unglaublich. Der Patient noch atmet, also das könnte jetzt auf eine Reanimation hinauslaufen. Da kommen wir nicht vorbei. Weiterfahren einfach. Ich hör dich nicht. Nee, echt. Jede Verzögerung kann für die Patientin ernste Folgen haben. Deshalb muss es jetzt schnell gehen, jeder Handgriff sitzen. Die beiden Notfallsanitäter sind ein eingespieltes Team. In der Wohnung bekommen sie gleich eine gute Nachricht. Die Frau ist ansprechbar. Was ist denn? So, Großart, darf ich mal mit hin? Tun Sie mal langsam. Nicht so schnell. Wir sind da, okay? Wir messen jetzt mal die Messwerte und schauen, okay? Viel langsam. Legst du es drunter bei deiner Mama? Geh du mal mit zum Papa rüber. Die Mutter zweier Kinder ist nach Aussagen ihres Sohnes bewusstlos zusammengebrochen. Jetzt befindet sie sich in einem psychischen Ausnahmezustand. Zur Unterstützung kommt der Notarzt. Haben Sie Schmerzen? Ja? Hallo. Die Dame war mit den Kindern allein zu Hause. Die Kinder haben berichtet, dass sie dann plötzlich kurz bewusstlos umgefallen ist. Als wir angekommen sind, lag sie hier am Boden. Sie war recht schnell mit der Atmung. Momentan redet sie noch nicht und ist in diesem Zustand. Die Assistentin des Notarztes hat sich in der Zwischenzeit um die Kinder der Familie gekümmert. Und plötzlich steht ein schwerer Verdacht im Raum. Häusliche Gewalt. So, wird der Mann mal bitte zu mir kommen? Kommen Sie mal mit. Kommen Sie mal bitte her. Zu mir. Ja. Julian geht mit dem Ehemann vor die Tür. Ich weiß, Sie haben Angst. Oft verbirgt sich hinter einem medizinischen Notruf ein privates Drama. Diesmal ist womöglich ein Streit zwischen Eheleuten so sehr eskaliert, dass die Frau einen Nervenzusammenbruch erlitt. Julian übernimmt indessen die Aufgabe, den Ehemann von der Familie fernzuhalten. Kurz mal setzen, ich gehe mit rein, weil dann kann ich besser schreiben. Ich hole meinen Computer. Er will die Zeit nutzen, um Krankenkassendaten zu erfragen. Doch auch die Nerven des Vaters liegen blank. Okay. Was ist denn die Frage? Was ist ja nicht normal? Lassen Sie mich in Ruhe, bitte. Das ist wichtig, das müssen wir erledigen. Das ist wichtig, das braucht der Arzt. Deswegen bleiben Sie bitte kurz da. Julian bittet vergeblich. Ich habe ihn nach den Daten gefragt. Das hat ihn natürlich auch erbost, weil er wollte ja wissen, was ist mit seiner Frau los, was ist mit seinen Kindern los. Am Abend zuvor gab es offenbar Streit. Sie war aufgeregt. Sie ist ein empfindlicher Mensch, ne? Ich liebe sie doch. Eine Familie unter Schock. Erste Hilfe für die Kinder, das heißt in diesem Fall, zuhören und Ruhe ausstrahlen. Hast du da schon mal mit irgendjemandem drüber geredet? Noch gar nie mit jemandem? Nein. Redet er dann lieber mit dir drüber, wenn ihr mal im Zimmer allein seid? Habt ihr zusammen ein Zimmer? Ja. Ist ganz gut, oder? Seid ihr wenigstens zusammen? Ich würde mir das wünschen, wenn es so ist, dass wenigstens meine Schwester immer bei mir ist und wir zusammen wohnen. Schon, Bruder ist toll. Schwester ist auch. Aber guck mal, du musst dich nicht so sorgen. Siehst du, deiner Mami geht schon viel besser, okay? Es ist immer noch nicht so toll, aber schon besser, als sie auf dem Boden lag. Doch was hat den Zusammenbruch ausgelöst? Die Polizei nimmt die Ermittlungen auf. Aus ärztlicher Sicht ist der Fall so gut wie abgeschlossen. Also es gibt medizinisch also nicht mehr unbedingt die Indikation, sie jetzt ins Krankenhaus zu bringen. Okay. Also sie hat keine Verletzungen, sie ist halt, hat einen psychischen Knacks. Ja. Von daher könnte man durchaus über Nacht sie ins Krankenhaus tun. Aber ich halte es auch für sinnvoll, wenn man die drei jetzt zusammenlässt. Was hat sich in den letzten Stunden in der Wohnung abgespielt? Die Mutter kann noch keine Auskunft geben. Die Polizei befragt deshalb den älteren Sohn. Der Beamte glaubt danach zu wissen, was passiert ist. Die Frau selber ist aktuell in einem psychischen Ausnahmezustand hier in der Wohnung. Grundsätzliche Geschichte, ja, Mann schlägt Frau, das ist klar, er fliegt raus. Wohl gestern Nacht.
Die Polizei geht auf Nummer sicher, um die Mutter und ihre Kinder zu schützen. Rote Karte für den Ehemann und Vater. Also er kriegt von uns eine Wegweisung, definitiv. Er kriegt auch ein Kontaktverbot und so weiter und so fort, alles von uns. Das heißt, sobald er hier irgendwo wieder auftauchen sollte oder auch auf dem Schulweg oder, ich sage es mal blöd gesagt, ihr nur eine SMS schickt, ruft sie die Polizei an und dann nehmen wir ihn in Gewahrsam. Genau. Nach Stunden der Angst kehrt langsam etwas Ruhe ein. Die Familie weiß nun, sie kann sich jederzeit an die Polizei wenden, sollte sie sich bedroht fühlen. Als nächstes wird sich das Jugendamt des Falles annehmen und sich vor allem die Rolle des Vaters genauer ansehen. Ich denke, der hat Angst davor, was jetzt kommt. Ne? Ich meine, er hat jetzt von der Polizei auf jeden Fall Hausverbot erteilt bekommen, einen Platzverweis. Er darf jetzt dieses Gebäude nicht mehr betreten und das für eine lange Zeit. Das heißt für ihn auch, wirklich weg von der Familie zu sein. Ich weiß nicht, auf einen Schlag ändert sich da halt viel. Doch es kommt anders. Kurze Zeit später ist der Mann wieder zu Hause bei seiner Familie. Beide Eheleute geben gegenüber der Polizei und dem Jugendamt zu Protokoll, es sei nichts passiert. Rund 40.000 Einsätze haben die Nürnberger Rotkreuz-Sanitäter jedes Jahr. Damit gehören sie zu den Spitzenreitern in Bayern. Aline Bachmann ist schon seit knapp 11 Jahren auf dem Rettungswagen unterwegs und hat sich außerdem in alternativer Medizin weitergebildet. Vor knapp anderthalb Jahren bestand sie den Abschluss als Notfallsanitäterin. Ich hoffe, du putzt das schön. Julian Lohse fährt seit 2014 auf dem Rettungswagen. Neben seinem Vollzeitjob studiert er Betriebswirtschaftslehre. Leben retten als Beruf. 3 Jahre dauert die Ausbildung zum Notfallsanitäter. Die ohnehin schon hohen Anforderungen sind in den letzten Jahren noch gestiegen, denn sie müssen immer häufiger ausrücken. Also was ich halt meistens höre, sind so Sachen wie, das könnte ich nicht oder krass, was ihr da macht. Und ja, sowas. Das höre ich auch ganz oft. Ja. So, oh, das ist ja total anstrengend und mit dem Schichtdienst und ich könnte das nicht so wie du. Und viele sagen ja auch, sie können irgendwie auch kein Blut sehen oder wenn irgendwer eine Verletzung hat. Du hattest den Fall, dass man im Flugzeug unterwegs ist und dann wird gefragt, ist ein Arzt anwesend? Ja, und kein Arzt anwesend war und ich dann das einzige medizinische Fachpersonal war. Oder der Arzt schreit, ich bin Gynäkologe, tut mir leid. Das hatte ich auch schon im Flieger tatsächlich. Echt im Flieger? Ja, und dann dachte ich so, oh nein. Wir können halt die wirklich lebensbedrohlichen Notfälle gut erkennen. Das merkt man gerade, wenn wir junge Notärzte bei uns haben. Die wissen alles über den menschlichen Körper, wo was ist, wie es funktioniert, wie Krankheiten funktionieren. Ein Notfallbild vielleicht auch mal nicht so komplex zu hinterfragen, sondern einfach zu sehen, okay, jetzt gerade hat er ein Problem mit der Atmung, das müssen wir als erstes angehen. Darauf werden wir trainiert und da sind wir wirklich fit drin und das können wir gut erkennen. Welche Herausforderung als nächstes auf Sie zukommt, das wissen Sie nie, wenn Sie gerufen werden. Also wir fahren jetzt zu einem etwas entfernteren Stadtteil. Dort ist wohl eine ältere Dame auf der Straße gestürzt. Und da müssen wir jetzt gucken, was uns erwartet. So, jetzt sind wir gleich da. Das heißt, es müsste ja vor dem Haus sein, außer die ist schon da. Ja, okay. Okay. Sagst du gleich Bescheid? Sie liegt da. Ich dachte, du machst dich erstmal hin. Okay. Die Rentnerin liegt auf dem Gehweg, kann sich kaum bewegen. Ein kleiner Stolperer mit schmerzhaften Folgen. Tast hier einmal ganz kurz ab, dass ich weiß, wo es Ihnen wehtut, okay? Ja. Oh, oh nein! Ja. Ich Conny, wo bist du? Okay, mir fordern nur das noch zu analysieren. Ja, ihr Ehemann versucht zu trösten. Sie haben Linksschmerzen an Ihrem Oberschenkelknochen, gell? Ja. Genau. Also hier, wo sie drauf liegen? Ja. Okay. 2 Spaziergänger, die zufällig vorbeikamen, haben schnell reagiert und den Notruf gewählt. Wir sind mit unserem Hund Gassi gegangen und haben Hilferufe gehört. Und dann haben wir eben diese Dame am Boden gesehen mit dem Ehemann, die sich dann rausgestellt hat. Und sie hatte wahnsinnige Schmerzen gehabt. Die Verletzte war auf dem Heimweg von einem Restaurantbesuch. Wissen Sie noch, wie das passiert ist? Ja, ich bin aus dem Auto rausgestiegen. Und dann gestürzt? Und warum? War es Ihnen schwindelig oder so? Nein. Nein? Einfach so, blöd gefallen.
wie man so sagt. Ich weiß nicht, blöd. Okay, manchmal macht man einfach einen Fehltritt und dann ist es. Na, okay, gut. Na, ich hab sie verstanden. Nee, doch hinlangen, nicht zum Weh. Wo soll ich denn hinlangen? Da? Also wir machen jetzt Folgendes, wir machen unter Ihnen eine Trage zusammen. Sie bleiben einfach liegen. Wird kurz unangenehm, und dann kommt es aber bei uns drüben ins Bettel und dann wird's besser, ja? Ah, nein! Nicht drücken. Ich würde gar nichts. Ja, darf ich kurz das Kissen wegtun? Ich darf dich nicht so arg bewegen. Okay. Theoretisch ein guter Plan, aber auch praktisch. Jetzt müssen wir Stück für Stück sie so ein bisschen ruckeln. Ganz kleines bisschen, anders geht's nicht. Machen wir das zusammen. Nee, das ist voll super. Ja, müssen wir, ne? Ja, jetzt müssen wir ein bisschen schuckeln. Ein bisschen schuckeln. Wartens. Nicht am Fuß. Nicht am Fuß. Au, nein! Wo tut's weh? Dort tut's weh? Okay. Wenn nicht, müssen wir halt warten. Warten wir, dann legen wir einen Zugang so lange. Ja, machen wir. Weil so kommen wir ja nicht weiter mit den Schmerzen, gell? Weil wir müssen einen Zugang legen. So ein Plastikschloch in der Vene. Dass wir ihnen was geben können. Medikamente gegen die Schmerzen, okay? Noch besser als jedes Beruhigungsmittel, Komplimente. Ich piekse mal da rein. 89, na, da haben sie mich vorher angeflunkert mit dem Alter. Aber ich hab sie auf 80 geschätzt. Die Ablenkung funktioniert. Julian kann fast unbemerkt den Zugang für das Schmerzmittel legen. Und dann kommt auch der Notarzt. Rendezvous-System heißt dieses Zusammenspiel von Arzt und Sanitätern. Der Ehemann schwankt zwischen Verunsicherung und Optimismus. Man ist besorgt natürlich, ne? Dass es weitergeht. Aber also ich nehme an, dass es nicht ernsteres ist, aber Schmerzen ist es natürlich. Und da kommt man es überhaupt nicht bewegen. Au! Gleich haben wir es. Und nach unten ein Stück. Ja. Und danach rumlatschen. Der Notarzt hat schon nach wenigen Minuten eine Vermutung. Hat er recht, wird die 89-Jährige länger im Krankenhaus bleiben müssen. Also das ist schon ein großer Verdacht auf eine Schenkelhalsfraktur. Also so wie das Bein verkürzt und rotiert war, ist eigentlich schon so ein typisches Zeichen. Man Röntgenblick haben wir natürlich nicht, aber nach menschlichem Ermessen und jahrzehntelanger Erfahrung ist es wahrscheinlich ein Schenkelhals. Der Ehemann, ebenfalls 89 Jahre alt, begleitet seine Frau ins Krankenhaus. So, bin ich bei Ihnen. Ja. Alles gut mit Ihnen? Schon, oder? Ja. Gut. Wir fahren jetzt los, Frau Ruckriegel. Okay? Ich bin da. Und der Mann sitzt vorne. Dürfen wir fahren? Wir können los. Sich um die Angehörigen zu kümmern, auch das gehört zum Job. Was haben Sie denn mal gearbeitet? Ich war bei der Bank. Ja. Und zwar nach dem Examen, habe Betriebswirtschaft studiert. Sehr schön. Studiere ich auch übrigens. Ah ja. Ja. Und was wollen Sie später mal machen? Na ja, gut, ich studiere Betriebswirtschaft. Ich mache ja den Beruf hier schon. Ich bin ja schon Notfallsanitäter. Und wenn es gut läuft, dann würde ich irgendwann ein bisschen aufsteigen im Roten Kreuz. Kreuz, ah ja. Deswegen studiere ich das ja auch. Mhm. So wäre der Plan. Ob das funktioniert, muss man sehen, wenn es soweit ist. Die Notaufnahme im Klinikum Süd. Hier soll die Patientin weiter untersucht werden. Ihr einziger Trost in diesem Moment, der Mann an ihrer Seite. Ganz kurz warten. Ich bringe Sie dann gleich mal. Schatzi, du bist da, ne? Ach, Conny, das ist schön, das da ist. Ein liebevoller Händedruck, besser als jedes Schmerzmittel. Diese besondere Verbundenheit des Paares beeindruckt Julian und Aline. Immer einfach schon jahrelang, was ist, ich meine, die sind ja echt schon 70 Jahre verheiratet. Was man ja heute gar nicht mehr schafft, dann verstehe ich das. Da ist man so aneinander gewöhnt, da kann man gar nicht mehr ohne. Es ist toll, dass die Leute in dem Alter noch zu zweit zu Hause so leben können. Das muss man einfach sagen. Also das wünsche ich meinen Großeltern auch, dass das dann noch geht. Neuer Einsatz für Aline Bachmann und Julian Lohse. Die Leitstelle meldet verwirrte Person im vierten Stock. Dies könnte auf einen Drogenrausch hindeuten.
Je nachdem, wie der so drauf ist. Weiß man ja immer nicht, wenn er irgendwas genommen hat. Wenn er irgendwas geraucht hat, je nach Mischung. Das war mal ein Satz mit X, ne? Ja, es wäre halt gut, wenn der weiterfährt. So kommen wir nicht vorbei. Bisschen überfordert. Der dicke A8 wieder, ne? Ja, das ist. Ja. Die Notfallsanitäter ahnen noch nicht, dass ihnen gleich alles abverlangt wird. Vor Ort müssen sie sich sofort auf eine völlig neue Situation einstellen. Linke Seite, ist das hier gleich? Der Mann liegt auf dem Bürgersteig. Ja. Oh ja. Ja. Gehen wir erstmal kurz gucken. Oh, Scheiße. Oh, Scheiße. Auf den ersten Blick erkennen sie eine offene Schädelverletzung. Ja, der hat einen SAT. Ja. Gut. Ist der von oben runtergesprungen? Ja, vielleicht? Schau mal hier aufs Auto aufgeschlagen. Ja, das ist mit dem Puls. Schauen wir mal jetzt. Also peripher auf jeden Fall nichts. Aber schau mal die Pupillen an, die sind schon alle lichtstarr. Der hat einen offenen Schädel, aber er lebt noch, ja? Dann machen wir mal. Ach, ja. Hugo, ist was drin? Zusammen mal zusammenbasteln. Wir schauen jetzt mal, was wir da noch machen können. Der hat nämlich noch eine Rhythmus. Kannst du mal drücken, Julian? Also, fassen wir mal zusammen. Was haben wir jetzt? A-Problem, B-Problem, C-Problem, D-Problem, alles. Okay, A-Problem behebst du gerade. Ja, B-Problem machen wir dann gleich. Aber der hat wahrscheinlich auch einen Lungenriss, weil das läuft schon wieder alles voll. Aber er hat noch Druck. Ja, ich weiß. Atemwege, Atmung, Kreislauf. Jede Erstuntersuchung läuft nach einem festgelegten Schema ab. Für die Sanitäter professionelle Routine inmitten einer Ausnahmesituation. Dann endlich kommt der Notarzt. Also hier oben runter auf dem Auto. Also wir haben jetzt einen Sichtschutz, den wir aufbauen. Wir müssen jetzt den Patienten transportieren. Wir machen ihn gerade transportfertig. Und es ist eine ganze Reihe von Leuten, die an den Fenstern sitzen, die zuschauen. Und den Anblick wollen wir denen sparen. Und deswegen bauen wir jetzt einen Sichtschutz auf, dass wir ihn gut abfüllen können. Traumafach, blaue Tasche, Stiffneck. Der Patient ist an der Schwelle zu tot. Wir probieren jetzt das Beste noch draus zu machen. Ja? So wie es ausschaut, sind aber die Chancen sehr, sehr gering, dass er das überlebt. Ja? Das muss man leider hier sagen. Alles andere später wäre cool. Trotz seiner schweren Verletzungen, der Kreislauf des jungen Mannes ist zwar schwach, aber immer noch intakt. Ein Wettlauf gegen die Zeit beginnt. Im Rettungswagen setzt das Herz aus. Aline versucht, den Patienten wiederzubeleben. Leitstelle für 72.9. Jetzt laufen die Reanimation. Es sind Höhe Ringsburger Straße. Ich denke, Eintreffzeit 5 Minuten, wenn du nochmal anrufst. Jawohl. Aufpassen, Schienen. Aline und der Notarzt wechseln sich im 3-Minuten-Takt ab. Einfahrttunnel. In der Notaufnahme des Klinikums Süd ist alles vorbereitet. So schnell wie möglich geht es in den Schockraum. Danke. Als wir reingegangen sind in die Klinik, standen ja viele Schwestern da. Das ist ja fürs Krankenhaus auch ein spezieller Fall. Und da haben sich alle wirklich, waren in Alarmbereitschaft und standen da. Und gerade die Schwestern und Ärzte, die ja täglich mit auch schwer Verunfallten zu tun haben, haben schon gesagt, oh, das schaut nicht gut aus. Da wusste ich für mich schon, auch so aus meiner Erfahrung, es wird wahrscheinlich nichts mehr. Alle ärztlichen Bemühungen sind vergeblich. Im Krankenhaus verstirbt der junge Mann. Erlebnisse wie diese gehören zum Job der Sanitäter. Kalt lassen sie keinen. Nachbesprechungen mit dem Rettungsdienstchef gehören deshalb zur professionellen Aufarbeitung. Als wir ja dann hingegangen sind, war ja auch noch nicht so viel Blut, aber das fing ja dann erst an. Und dann lief es ja so den Gehsteig runter und dann hat man ja erst das Ausmaß gesehen. Die haben gesagt, ihr wart ja so wahnsinnig schnell da. Dann sage ich, ja, unsere Wache ist ja quasi 4 Querstraßen weiter. Und weil die haben dann erzählt, die haben den Knall gehört, sind ans Fenster und dann haben sie uns schon gesehen. Ja, gut. Also da war keine Minute. Also er selbst hat ja angerufen, genau. Hat gesagt, ist das real?
was er hier empfindet. Also irgendwas hat er vielleicht genommen, war eine Psychose drin, wir wissen es nicht. Und für mich hat es aber lang gedauert, bis ich das realisiert habe. Also ja, aber die Anzeichen waren nicht so klar. Das ist bei uns so, wenn wir auf ein anderes Meldebild stoßen als das, was eigentlich da ist und wir in einem anderen Mindsetting schon sind, dann ist das ganz, ganz schwierig. Wir sind keine Maschinen, wir sind auch bloß Menschen und wir sind ja nicht aus Stein. Wir haben halt auch eben Emotionen und natürlich spielen die immer auch mit. Ja. Ja. Auch wenn jetzt da draußen jeder, der es gesehen hat, denkt, das waren jetzt Maschinen, die da hochprofessionell gearbeitet haben, so ist es auch, aber trotzdem ticken da Gehirne. Und, ich würde sagen, da hatten wir auch unseren Maschinenmodus. Ja. Anders geht's nicht. Ja. 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 Genau. Funktionieren wie eine Maschine und doch auch mit Herz handeln. Wohl die schwierigste Aufgabe in ihrem Beruf. Also wir fahren jetzt zum Treppensturz, das kann alles oder nichts sein. Ja. Also ganz oft ist das nur ein lapidarer Unfall, was man, ja, kleine Verletzung, was nicht so schlimm ist, aber ein Treppensturz kann auch echt blöd ausgehen, wenn man gerade auf den Kopf stürzt oder so. Müssen wir mal schauen, was uns vor Ort erwartet. Genau. Ja, das ist nicht aber die das erste, ist doch der hier reingeht. So Notflughöhe, also rot, blau und ich gehe immer mit. Der Einsatzort, eine Reihenhaussiedlung am Stadtrand von Nürnberg. Der Mann ist in seinem Haus gestürzt. Grüß Gott. Hallo. Hallo. Guten Tag. So. Hallo. Hallo. Wachmann vom Rettungsdienst. So, ich taste erstmal kurz ab. Tut Ihnen hier irgendwo was weh? Ja. Gut, dann machen wir erstmal ein Verbandspäckchen rum. Jetzt packen wir einen Armschäh ein, gell? Ja. Genau, ja. Ja. Sieht man. So, packt man den Arm ganz ein. Ha? Ja. Auf den ersten Blick scheint die Sache glimpflich abgegangen zu sein. Doch der Patient wirkt verunsichert. So, aufpassen. Zipflasterle, ich schaue, dass ich die Haare nicht so erwische. Nicht nur der Patient ist angeschlagen, auch seiner Ehefrau geht es nicht gut. Saumäßig. Na, wenn einer immer umfällt. Ich mache mir Sorgen, ob er das richtige Medikament nimmt. Es dauert nicht lange, da haben Aline und Julian das Vertrauen des Ehepaares gewonnen. Und seither stürzt er öfter, oder wie? Ja, freilich. Okay, und haben Sie das schon mal dem Hausarzt gesagt? Ich habe schon mal gesagt, aber er sagt es ja selber nicht. Er sagt, er braucht es. Ja, wie gesagt, das muss man halt mal mit dem Hausarzt abklären. Ging es mit, jawohl. Nee. Da, na. Na, da ist sonst ist doch immer unter der Spüle. Ja, ja, der kann man so schön aus dem Neu schieben. Und so da haben wir mein Brotding versteckt da drin. Ach, das so zum Hochfahren, ha? Ja. Ich stehe wieder im Weg. Wunderbar. Und dann wollen wir noch was sein. Ja, ich bin ganz Ohr. Das habe ich nicht erwartet. Ist auch noch drin. Wunderbar. Ja, das ist mal nicht der typische fränkische Schub, wo sonst alles drin ist. Küchengespräche, oft das beste Rezept gegen Kummer. Schuh habe ich auch besorgt, beziehungsweise die Frau. Seit 57 Jahren ist das Ehepaar Lauterbach verheiratet. Jede Herausforderung meistern sie immer noch zusammen, auch diese. Die Dame darf mit mir mit. Und zwar am Beifahrersitz, darf uns Platz nehmen. Ne, gerade, Sie sind ja reingekupft wie ein junges Reh. Dann fahren wir los, gell? Ja. So, alles drin. Wenn ich zu schnell fahre, sagen Sie es, gell? Wir fahren ja ohne Blaulicht, jetzt. Brauchen wir kein Blaulicht, ne? Nein, brauchen wir nicht. Beim Gespräch im Auto wird klar, die Schürfwunde ist nicht das eigentliche Problem. Aber jetzt fahren wir wegen der Verletzung, weil das kann ja, das ist ja ein bisschen nicht so einfach wahrscheinlich, die wieder dran zu pappen. Ja. Weil die Haut doch ein wenig arg aufgerissen ist. Die hat eine so empfindliche Haut, das reißt gleich immer auf. Die hat ja ständig Verletzungen von lauter Hefein. Und darum bin ich, wenn ich so will, mit diesen saublöden Tabletten, habe ich gesagt, die nimmt denn das schafft jetzt ein eigenes Grab. Ja, dann halt, ne? Dann gibt es doch was anderes auch, dass man schlafen kann. Ja, naja, gut, aber wenn er die braucht. Die Fahrt zum Krankenhaus wird auch ein kurzer Ausflug in die Vergangenheit. Welches Baujahr sind Sie noch einmal? 34. 34, na, dann haben Sie ja alles mitbekommen, hä? Hautnah. Den Krieg? Ja. Was hat Ihr Vater gemacht? Der war Kunstmaler und Grafiker. Also eigentlich was, wo man nicht so gut Geld verdienen kann? Der hat was gemacht, wo es sehr viel Geld. Echt nur dann? Mit der Grafik. Ja, was ich ja nicht, wie es damals war. Mein Vater hat diese Kunst praktiziert, die im Dritten Reich in war. Ach so. Wenn es das Bild war,
Und dann hat es auch so ausgeschaut, wie der Gegenstand gewesen ist. Ne? Was meinen Sie, wie alt ich bin? Ja, ich kann schlecht schätzen, so mal 25. Richtig. Ich werde 26. Haben Sie richtig geraten, jawohl. Stimmt. Ja, haben Sie richtig. 6. Baujahr 93. Hm. Schon gut. So, jetzt sind wir da. Haben wir es geschafft. Ja. In letzter Zeit mussten die Lauterbachs häufiger die Notaufnahme aufsuchen. Ihr Leben gerät immer öfter aus dem Gleichgewicht. Wie oft ist er denn in der letzten Zeit gefallen? Das ist jetzt vielleicht 2 Wochen her. Ich bin ja auch gefallen. Wie war das? Ins Blumenbeet bin ich reingefallen. Da müssen Sie beide sehr auf sich aufpassen. Ja, ist Eizahn ist gar nicht so leicht. Doch wenn einer von ihnen hinfällt, hilft ihm der andere wieder auf. Rund 520.000 Menschen leben in Nürnberg. Und wie in jeder größeren Stadt gibt es auch hier eine Drogenszene. Immer wieder gehören Junkies zu Alins und Julians Patienten. Manche, wie in diesem Fall, allerdings nur widerwillig. Die beiden Notfallsanitäter mussten Verstärkung anfordern. Also der Patient, bei dem wir waren, der war massiv aggressiv. Ja. Und jetzt müsste die Polizei noch mit dazu kommen. Und jetzt müssen wir mal schauen, wie wir weitermachen. Er muss jetzt auf jeden Fall erstmal in eine Unfallklinik, weil er hat eine Kopfplatzwunde. Danach noch auf eine toxikologische Station, weil er hat auch einen Drogenintox gehabt. Er hat jetzt ein Medikament dagegen bekommen. Es wirkt nur nicht so lange, wie die Droge wirkt. Und müssen wir ihn halt jetzt ins Krankenhaus bringen. Der Mann ist im Drogenrausch gestürzt. Ja, einmal Platz nehmen. Aber du schon wieder, Mann. Ja, ja. Hier einmal auf die Liege, bitte. Gehen Sie jetzt bitte da drauf, ja? Ja. Ja. Patient mag mich nicht. Geht ganz schnell, hat mich gesehen, ist sofort wieder schlechter Laune. Ich gehe jetzt gleich mal raus, um die Situation zu entspannen. Jeline ist wohl vertrauenserweckender als ich. Und ihr gelingt es auch, den Mann zu beruhigen. Was haben Sie denn sich gespritzt? Heroin. Wie viel haben Sie gespritzt? 20 Euro. Bitte? 20 Euro ist schon eine Konsumeinheit, ne? Ja. Wegen seiner Verletzung am Augenlid fährt Julian den Drogenabhängigen in ein Unfallkrankenhaus. Unter Polizeischutz, falls er wieder aggressiv wird. Im Wagen zeigt er aber dann eine ganz andere Seite. Ja, wenn ich mich dusche, dann will ich. Was sagst du? Wenn ich mich dusche, dann will ich, schaue ich auch halbwegs gut aus. Die Fahrt scheint eine beruhigende Wirkung auf den Mann zu haben. Es dauert nicht lange und er ist eingeschlafen. Aus Erfahrung weiß Laura Wojki, dass dies trotzdem keine Entwarnung bedeutet. Das sind manchmal einfach Sekunden, wo die Stimmung einfach extrem umschlägt und dann auch wirklich ins Extreme halt geht. Und dann kann man es natürlich in erster Linie erstmal versuchen, mit ihm zu sprechen, dass er sich halt verbal einfach beruhigt. Und wenn er verbal nicht mehr erreichbar wäre und auch körperlich aggressiv wäre, dann müssten wir ihn natürlich zwangsläufig fixieren mit den Handfesseln. Und das ist natürlich dann situationsabhängig, ob man ihn hinterm Rücken die Hände einfach fixiert oder ob man eventuell die Hände halt an der Liege fixiert. Aber das ist jetzt zum Glück bei ihm gerade nicht der Fall. Er war wohl vorhin ein bisschen renitent, aber jetzt ist er eigentlich echt entspannt. Also im Moment geht überhaupt keine Gefahr von ihm aus. Auch sonst geht nicht viel. Und wenn der Patient es nicht zum Arzt schafft, dann kommt er halt zu ihm. Ein OP to go. Das Augenlid soll ambulant genäht werden. So, Achtung, es kommt einmal so ein Tuch über Sie drüber. Danke. So gut? Ja. Gut. Danke. Ist gut, Herr Bischel. Ein bisschen wehtun. Ist gut. Ja, machen Sie gut, ne? Gut. So, das war's schon. Wollen wir jetzt noch einmal sauber? Ich bin in der Enten, oder? Kann ich? Hm?
Wunde versorgt, ja. Patient schläft. Das mobile Team des Krankenhauses verabschiedet sich wieder. Der RTW-Trip des Drogenpatienten ist aber noch nicht zu Ende. Nächste Station, die toxikologische Abteilung eines anderen Nürnberger Krankenhauses. Zum Ausnüchtern. Was wir in Nürnberg ganz extrem haben, sind intoxikierte Patienten, seien es jetzt Drogen oder Alkohol. Das ist ein Riesenproblem. Wir haben in Nürnberg den Hauptbahnhof. Das ist ein Hauptdrogenumschlagplatz. Und der Lage her wird eigentlich keiner hier. Also der Hauptbahnhof ist zwar jetzt gesperrt für täglichen Alkoholkonsum, aber das Ganze verlagert sich dann nur in andere Ecken und unsere Patienten, die wir da tagtäglich haben, haben wir eigentlich ja, dann halt woanders. Der ganz normale Wahnsinn der Notfallsanitäter eben. Hier in der Klinik Hallerwiese wird er über Nacht bleiben. Sobald er wieder laufen kann, wird er entlassen. Womöglich bis zum nächsten Einsatz der Sanitäter. So ein Einsatz kostet im Schnitt, Notarzteinsatz bei uns ist so knapp an die 1000 Euro, sind glaube ich 900 Euro. Jetzt haben wir dann noch die Klinikversorgung in dem Theresienkrankenhaus. Und dann haben wir hier jetzt noch den Aufenthalt auf einer Intensivstation. Also es wird richtig teuer, ich denke mal mehrere tausend Euro werden es schon werden. Und das für einen Fall, der eigentlich nicht hätte sein müssen, ne? Selbstverschuldet das Ganze. Ob selbst verschuldet oder nicht, jeder Notfallpatient hat das Recht auf medizinische Versorgung. Ein Teil ihrer Klientel macht Aline allerdings Sorgen. Es gibt ja viele, die sind quasi schon Stammkundschaft in Anführungsstrichen, weil die fährt man einfach jedes Wochenende. Oder wenn man halt am Wochenende fährt, die kennt man dann schon. Die sind dann schon bekannt am Bahnhof oder wo auch immer. Und die Kliniken kennen sie schon. Manche haben schon in gewissen Kliniken Hausverbot und da weiß man dann natürlich auch nicht mehr, wo man noch hinfahren soll. Nach dem Einsatz ist vor dem Einsatz. Zurück in der Wache müssen die beiden die verbrauchten Materialien und Medikamente in ihrem Rettungswagen wieder auffüllen. Jede Entnahme wird digital erfasst. Da ist ordentlich viel dabei, woran man sich berauschen könnte. Man muss sich nur auskennen. Also das meiste davon, damit kann man sich auch ganz leicht umbringen. Die Vorräte sind kaum aufgefüllt, da kommt schon die nächste Meldung der Leitstelle. Ja, Zimmer ist vollbrand. Laut Ersteintritt in der Erhöhung auf Seite 3, da kommt es noch Notarzt und eine Seite mit dazu. Ja. Jawohl, verstanden. Es brennt. Die beiden sind sofort startklar und nach anderthalb Minuten bereits auf der Straße. Mit Blaulicht durch das nächtliche Nürnberg. Bahnhofsinhaber, eine Person im Dachstuhl eingeschlossen, Feuerwehrkunde. Wir haben jetzt gerade die Rückmeldung vom ersten RTW vor Ort bekommen. Da ist wohl eine Person im Dachstuhl eingeschlossen und das Zimmer steht im Vollbrand. Das Ganze ist bei uns in der Südstadt und da müssen wir uns jetzt schon beeilen. Das ist ein Stückchen weg. Acht Minuten später sind sie vor Ort. Die ersten Infos sind beunruhigend. Es ist ja unübersehbar, dass da oben raus raucht. Und obwohl es noch eine Person im Dachstuhl, die da festsitzt, kommt jetzt noch eine zweite Drehleiter. Die Feuerwehrleute versuchen, zum Dachstuhl vorzudringen, um eine Person, die dort möglicherweise eingeschlossen ist, zu retten. Was wir hier haben, das ist jetzt ein größerer Einsatz. Da haben wir es so bei dem Rettungsdienst, dass unser Einsatzleiter mit dazukommt. Der koordiniert die ganzen Einsätze. Man sieht ja auch, dass ganz viel Polizei beteiligt. Zwei Rettungswagen, einen Krankenwagen, einen Notarzt und den Einsatzleiter. Also schon relativ viele Kräfte. Der Notarzt bringt den ersten Patienten zum Rettungswagen. Der ältere Herr hat vermutlich eine Rauchgasvergiftung und wohl eine Vorerkrankung am Herzen. Für die Sanitäter eine alarmierende Nachricht. Tut was weh? Ja. Schauen Sie mal, Maske mit einem Medikament, ne? Dann geht es mit dem Atmen besser. So, gut ein- und ausatmen. Noch immer ist unklar, ob sich noch Menschen in der Wohnung befinden.
Dann kommt ein Mann aus der Haustür. Doch, der war oben. Das war die zweite Person, die rausgebracht wurde. Schließlich Entwarnung. Aufatmen bei den Rettungskräften. Die Wohnung war leer. Da sind wir nur mit einem blauen Auge davongekommen. Eine Person geht jetzt mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus. Es sind vor allem Einsätze wie dieser, die Julian immer wieder neu für seinen Beruf begeistern. Davon träumte er bereits als Kind. Blaulicht war schon immer seine Lieblingsfarbe. Als kleiner Junge wünscht man sich ja doch irgendwann, auch wenn man mal Sanitäter werden möchte, dass man dann später auch genau zu sowas hinfährt. Das ist ja eigentlich, so wird ja auch der Job einem vermittelt oder verkauft. Man erlebt Tolles, man erlebt große Einsätze mit vielen Leuten, viel Feuerwehr, viel Polizei. Und das haben wir sogar manchmal. Und das macht dann schon richtig Spaß bei diesem Beruf. Kurz vor Mitternacht wird der Patient der Notaufnahme übergeben. Auch wenn er kein Deutsch versteht, er fühlte sich gut aufgehoben. Happy End nach einer aufregenden Nacht. Waschtag auf der Wache. Großreine machen ist für jede RTW-Besatzung Pflicht. Für Aline ist es aber auch ein bisschen Vergnügen. Ihr geht es dabei nicht nur um die gründliche Desinfizierung des Wagens. Ja, ich finde, also ich fahre ungern mit einem dreckigen Auto rum. Auch innen muss es sauber sein, weil wenn man auch Angehörige mitnimmt oder so, ich finde, es macht einen schlechten Eindruck, wenn es dreckig ist. Ich gehe ja auch nicht in ein Restaurant, das innen schmuddelig ist oder so. Und ich finde, im Gesundheitsbereich, da muss man ja schon darauf achten, dass es alles hygienisch ist und sauber. Aber ich mag es auch, wenn es daheim sauber ist, sag mal so. Und es gehört ja auch zur Arbeit dazu, dass man putzt, auch dass man nach jedem Patient putzt. Nicht nur mit dem Notfallrucksack und Sauerstoffgerät, auch mit dem Putzlappen sind sie das perfekte Team. Ist ja alles kaputt. So, wer sein Auto liebt, der putzt sein Auto, gell? Okay? Ja, vor allem, wenn man es selber einsaut. Ich hätte ja gerne eine Putzfrau an, also ich muss bei mir zu Hause. Soll ich mal vorbeikommen? Ja, das ist ein Bestandteil des Jobs, dass man bei uns putzt. Und zu Hause, man nimmt es ja mit nach Hause, man putzt zu Hause genauso. Und dann möchte man ja, dass es zu Hause auch gut ausschaut. Vor allen Dingen, bevor Besuch kommt. Ne? Da muss man immer noch mal schnell staubsaugen, putzen, dass es halt top ausschaut. Mit heißen Reifen sind sie kurz darauf schon wieder unterwegs. Und werden schnell ausgebremst. Also die Person ist im Karstadt wohl vor Ort und Verdacht auf Herzinfarkt. Ein Einweiser steht am Eingang und holt uns ab. Ach, er hier. Er ist immer da. Ja, das stimmt. Der macht das immer so toll als Einweiser. Das stimmt. Wie so ein Fluglotse. Beim Einkauf im Supermarkt ist die Kundin offenbar an der Kasse zusammengebrochen. Ein großer Schreck für die Patientin und alle Beteiligten. Hallo, was ist denn los? Was war? Ich schon mal ein Problem mit dem Ärzte. Ich fühlte mich. Haben Sie irgendein Problem an der Klappe oder irgendwelche Rhythmusstörungen? Ich fühlte mich sehr müde. Ja, okay. Wissen Sie was? Machen wir es so. Hier haben wir ja den Rollstuhl. Schauen wir, dass wir ins Auto gehen, dann haben wir weniger Publikum, okay? Die Italienerin ist 39 Jahre alt und leidet offenbar an Herzrhythmusstörungen. Bald darauf scheint sie schon wieder so stabil, dass sie mit etwas Hilfe vorsichtig gehen kann. Zu mir. Beine durchdrücken. Ich weiß. Mich anschauen. Inzwischen ist auch der Notarzt eingetroffen. Er bittet die Frau zunächst genau zu beschreiben, was passiert ist. Jetzt sind wir alleine. Wir haben ja plötzlich so. Ich hab dann gefallen. So Herzrasen, so Klopfen oder. Okay. Ein Elektrokardiogramm soll weitere Hinweise liefern. Bei Ihnen ist es ja so, dass die Rhythmusstörungen offensichtlich auch von sich selber auch vorbei ist, ja, vorbeigeht. Und genau, Sie haben da auch nichts angenommen. Manche brauchen ein Notfallmedikament. Bei Ihnen ging es dann plötzlich wieder weg. Genau. Das Elektrokardiogramm jetzt ist absolut in Ordnung. Also das sieht man gar nichts. Ja. Ich will nicht im Krankenhaus, aber ich will so müde, alleine zu Hause zu gehen. Also dass Sie müde sind, das ist ja
Das steht Ihnen zu. Das ist ja eine Kraftprobe fürs Herz gewesen. Für ein paar Minütchen waren Sie so mit Pulsfrequenz wie ein Marathonläufer. Deswegen sind Sie jetzt mal so müde. Ja, wie eine Marathon. Als ob Sie da jetzt einmal eine Strecke gelaufen sind. Genau. Nach dieser Strapaze allein nach Hause? Nicht mit Julian. Er übernimmt den Taxijob. Ganz Retter und Gentleman. Ich finde, das gehört auch mit dazu. Wenn man jetzt sieht, eine einfache Lösung, vielleicht ist die jetzt so nicht vorgesehen im Rettungsdienst, dass man mit dem Rettungswagen nach Hause gebracht wird. Aber wenn es einem nicht gut genug geht, man kann einem das Krankenhaus ersparen, aber man muss einen jetzt nicht auf Verderb und Gedeih nochmal rausschleppen. Dann müsste die Dame mit der U-Bahn fahren. Das traut sie sich vielleicht noch nicht zu, jetzt nach der Geschichte. Fangen sie natürlich nach Hause. Das ist so ein bisschen auch die menschliche Komponente in unserem Job, die ganz wichtig ist und mit dazu gehört. Empathisch und trotzdem kühl und besonnen zu handeln. Diese Aufgabe müssen Sie jeden Tag meistern. Und immer wieder neu entscheiden, was die Patienten am dringendsten brauchen. In diesem Fall waren es die beruhigenden Worte des Arztes und die handfeste Hilfe der Sanitäter. Erstmal durchschnaufen. Passt das jetzt? Keine Not. Wie ein Marathon. Falls sich noch mal irgendwas ändern sollte, wieder anrufen. Ja. Wenn es gar nicht geht, gell? Ich mache das. Und zum Hausarzt gehen. Okay. Danke schön. Na gut, dann alles Gute. Okay. Tschüss. Danke schön. Ciao. Tschüss. Tschüss. Tschüss, danke schön. Der Aufzug ist drüben, oder auf der Seite? Sie selbst kommen aber selten zum Durchschnaufen. Im Schnellschritt zum nächsten Fall. Diesmal in die Katakomben der U-Bahn. So, wie heißen Sie denn? Aufstehen. Hallo. Einmal aufstehen, bitte. Also er hat wahrscheinlich jede Menge Alkohol konsumiert. Ob er irgendwas genommen hat, wissen wir nicht. Aber ist soweit Kreislauf stabil. Ist auch erweckbar. Also er macht die Augen auf, aber so richtig aufstehen mag er nicht. Hallo. Machen Sie mal die Augen auf. Können Sie sich mal hinsetzen, bitte. Was haben Sie denn außer Alkohol noch genommen? Gut, anscheinend hat er keine Lust, sich hinzusetzen. Erste Hilfe für einen Hilflosen. Nach zu viel Alkohol war für ihn Endstation. Ist er wacher geworden? Weißt du, was interessant ist? Ich habe gerade entdeckt, dass er hier schon LKG-Elektroden kleben hat. Das heißt, er war wahrscheinlich erst im Klinikum. Da steht schau uns schon, mal, er hat ich nur was keine finde, Lust wo sein Name steht. Genau, weil wie gesagt, er hat schon alte Elektroden hier dran auf dem Rücken. Arztbrief. Sind ja alle relevanten Daten drauf. Ich finde es immer schön, dass Patienten brav ihre Arztbriefe mitnehmen. Ah, das ist von der Aloise, der Brief. Wäre es ja vielleicht, wenn er da schon bekannt ist. Oh Gott. Der ist halt auch schwer. So. Ja, Sie machen ja mit. Warte, wunderbar. Warte, komm. Allrad ist drin, also pass auf. Ja. Weil sonst wird es hier ein bisschen kibbelig. Ja. Okay. Passiert sowas öfter? Sowas leider ja. Also da haben wir nicht viel Einfluss drauf, es gehört leider bei uns zum Tagesgeschäft. Zum Ausnüchtern ins Krankenhaus. Mehr können Sie in solchen Fällen nicht tun. Im RTW kommt der Mann langsam zu sich. Eine gemeinsame Sprache findet man trotzdem nicht. Alles gut hinten? Möchte er kommunizieren? Scheint so, aber wenn, dann verstehe ich es leider nicht. Nicht in deiner Sprache. Probier noch mal Französisch. Das klang so schön. Was, auf Französisch? Ja. Bitte. Und auf Englisch, oder wie? Klar. Aber drück dabei die Taste, bitte. Do you understand me? Aber ich glaube, er mag nicht. Est-ce que tu peux parler français? Ich glaube, er mag dich. Die Schicksale ihrer Patienten nicht zu nah an sich rankommen zu lassen, das fällt manchmal schwer. Vor allem, wenn Kinder betroffen sind. Gut, also was liegt denn jetzt vor? Also laut Leitstelle fahren wir jetzt in die Coburger Straße. Da ist wohl ein Kind 14 Jahre alt vom Klettergerüst gestürzt. Okay, also Kind 14 Jahre stürzt vom Klettergerüst. Genau. Von welcher Höhe, weiß man das? Circa 2 bis 3 Meter. 2 bis 3 Meter, okay, ja, müssen wir uns mal anschauen. Aline Bachmann und Julian Lohse fahren zum Spielplatz, wo der Unfall passiert ist.
Noch ist unklar, wie schwer das Kind verletzt ist. Seine Familie kommt aus Eritrea. Die Mutter spricht nur schlecht Deutsch. Deshalb hat auch die Notrufzentrale nur wenig Informationen geliefert. Hallo. Okay, dann bitte alle mal weg, die nicht zu dem Kind gehören. Wo war denn das Gerüst? 3 Meter. 3 Meter, okay. Das spüren Sie. Das spüren Sie nicht. Ja. Das spüren Sie. Nein. Und das? Auch nicht. Kannst du mal die Zehen bewegen? Mit den Zehen bewegen, geht es? Ja. Okay. Das geht. Wo ist denn das Gerüst, von wo er gestürzt ist? Von ganz oben? Okay. Welche Höhe denn? Das 2 Meter. 2 Meter waren es. Okay. 2 Meter. Warst du bewusstlos? Weißt du das noch? Sie war da ganz kurz. Okay. Da war ein Seil, er hat sich hingesetzt, musste sich so um den Seil machen, dann ist er auf den Rücken hingefallen. Also voll auf dem Rücken aufgeknallt. Warst du bewusstlos? Weißt du das noch? Nein. Warst nicht bewusst. Kannst du dich an alles erinnern? Ja, ich habe über Atmen noch so Schwierigkeiten. So, also Atmen ist schwierig? Na, jetzt endlich, aber vorhin. Vorhin, okay. Ne? Das ist ganz normal. Wenn man da gerade in der Sekunde Luft holt und dann auf den Rücken fällt, dann kriegt man mal kurz keine Luft. Jetzt kriegst du erstmal von uns so eine Halskrause. Wie ist es mit den Schmerzen? So. Leicht. Ja. Oder eher, also wie kann man den Schmerz beschreiben? So, der kommt und geht so schnell. Okay, wir bereiten dann alles vor, weil von der Höhe kann natürlich auch mal was passieren. Das muss man einfach in der Klinik anschauen, okay? Klinik? Ja, das sollte man schon mal anschauen. Klinik, für den Jungen ein beängstigendes Szenario. Auch die Mutter ist in großer Sorge. Absauge ist schon angeschlossen, müssen wir dann nur noch reinmachen. Ventil weiß ich nicht. 1, 2, hopp. Ja. Harte Landung nach einem ausgelassenen Tag auf dem Spielplatz. Der Vater begleitet sein Kind ins Krankenhaus. Genau. Ja. Bitte noch anschnallen. Ich mache noch eine Federung rein. Dann ist die Liege insgesamt ein bisschen höher. Aber das ist dann angenehmer mit den Schlaglöchern. Und der Papa ist da. Wir dürfen? Ja, wir dürfen. Okay. Alle gut angeschnallt, ja? Ja, alle angeschnallt. Schnell, vorsichtig fahren. Julian ist am Steuer gefordert. Jedes Schlagloch kann bei eventuellen Wirbelsäulenverletzungen ernste Folgen haben. Jedes oder wackelt es zu arg? Wir wollten, dass der Junge komplett immobilisiert ist. Sprich, der hat von uns eine Halskrause anbekommen und wurde jetzt eingeschweißt in so eine Vakuummatratze. Und dass man dann auch wirklich, sobald er da gestürzt ist und da liegt, ihn nicht weiter bewegt. Um halt auszuschließen, dass man durch eine Bewegung irgendwie Folgeschäden eintreten würde. Auch diesen Patienten bringen sie wohlbehalten ans Ziel. Und schon bald geben die Ärzte Entwarnung. Gute Nachrichten zum Feierabend.